So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon, jetzt zur Folge 130 immerhin schon, ja. Kommt vielleicht, also auch nach 50 ist noch drin, 200 vielleicht nicht, aber mal schauen, wie es geht. Und heute geht es weiter im BMW M3, denn der war mehr oder weniger Zuschauerwunsch. Denn der Liebe, ich muss mal kurz hier abgucken, Edis Alia hat geschrieben, würde mich über mehr BMW-Videos freuen, mach weiter so, machst gute Videos. Erstmal natürlich danke dafür. Er wollte BMW sehen, deswegen werden wir in dieser Folge und auch voraussichtlich in der nächsten Folge einen BMW fahren. Heute ist es halt der BMW M3 E92 von 2008, quasi der vorletzten Generation. Der aktuelle ist ja, glaube ich, der M3 gibt es jetzt nicht mehr als Coupé, sondern heißt jetzt M4. Der M3 ist jetzt halt die Limousine des Modells, was ja mehr oder weniger das gleiche. Und hat er dann auch damals einen richtig geilen, schönen Hochdrehzahlmotor. Das war ein schön 4 Liter großen V8 Motor vorne, der immerhin 420 PS generiert, ist schon nicht schlecht. War, glaube ich, auch der einzige M3 mit V8 Motor. Sie ist dann mit dem neuen M3 wieder zum Sechszylinder zurückgekehrt. Zum reinen Sechszylinder übrigens. Trotzdem ist der ja nicht weniger geil. Auch schöner Saugmotor, dreht auch bis über 9000 Touren. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich meine, der wird, was ich mir vorstelle, ne? Dieser Wagen, der wird im nächsten Jahr 10 Jahre alt. Das ist irgendwie krass. Wir gucken erstmal, was er so, wieder so tunbar ist. Der ist jetzt hier in der Serie A-Klasse 734, also nicht so übertrieben hoch. Also ist natürlich schon schnell, keine Frage. Aber der M4 hat fast 70 Punkte mehr. Zwar natürlich zuerst hier wieder Standardkram, Bremsen, Federn. Weil die Karre, die muss tief, ne? Weil der liegt ja viel zu hoch. Was ich auch noch gleich noch sagen möchte, denn der Wagen hat auch hier im Spiel ein Bodykit. Ich glaube, es war Liberty War. Also ich guck mal kurz. Genau, installieren. Ja, machen wir erstmal. So, speichern. Hier Karosserie, da hat, genau, da ist es, das Liberty Walk Bodykit vom M3. Ich muss aber persönlich sagen, ich finde das gar nicht mal so schön. Ich finde den normalen M3 da irgendwie schöner. Was ich cool beim M3 finden würde, wäre ein richtiger Spoiler. Nur weder der Ford-Spoiler noch der hier von Liberty Walk, der gefällt mir wirklich. Liberty Work, mein Gott. Deswegen machen wir das Kit nicht dran. Ich finde den so irgendwie schöner, den Wagen. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich mache ihn halt, oder ich mag ihn so lieber. So, haben wir hier, genau, Stabis brauchen wir noch. Und der Wagen muss auf jeden Fall noch ein bisschen weniger wiegen, denn der ist ein kleiner Specki mit über 1,6 Tonnen. Ich mache jetzt mal die hier rein. Natürlich hier Getriebe hat eine 6-Gang-Handschaltung übrigens. Gab es da, glaube ich, ein paar Jahre später auch mit Doppelkupplungsgetriebe von der MGMBH. War das von G-Trag? Ich weiß gar nicht, wie mir das war. Auf jeden Fall gab es auch ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Aber die Version ist halt nur noch mit Handschalter verfügbar. Aber ist auch mal was anderes. Nicht mal nur hier komischer Automatikgetriebe. Auch mal richtig schalten. So, wir haben hinten 285er. Ja, ist nicht schlecht, aber sieht auch nicht mal so breit aus. Was geht denn da maximal? 3,5er nur? Nee. 265er, hab mich verlesen, ja. Ja, es ist früher Morgen, es ist nämlich 14:05 Uhr. Nein, machen wir 305er. Wir machen mal 295er. Der Wagen wird auch nicht so krass getunt. Und vorne machen wir auch einmal breiter, 265er. Das passt. Felgentechnisch gefallen mir die überhaupt nicht. Das werden ja wahrscheinlich nichts ändern. Ich habe da so eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Ich weiß noch nicht, wo die sind, die ich meine. Ich glaube, die waren hier so. Oder waren das die hier? Oder waren die? Ich weiß gar nicht genau, wie die Felgen überhaupt hießen. Kann ich mir leider aber sehr schlecht merken. Weder Felgenname noch irgendwie die Marke. Nein. Also der Wagen, der kann ruhig große Felgen vertragen. Ich weiß nicht, aber irgendwie haben die was. Die ADV1, ADV. Ja, die heißen sogar Forza, ja. Das ist ja wohl ein ganz großer Zufall. Aber die sehen irgendwie ein bisschen mickrig aus. Oh ja, das sind aber 19, nee, 18 Zöller. So, 19 Zöller, 20er. Alter, 21 Zöller, ich weiß. Sind die sogar schon ein bisschen zu groß? Mein 18 Zöller ist wirklich ein bisschen klein. 19 schon besser, 20er, ja.
Boah, 21er sind schon riesig, ne? Ich mache erstmal die 20er. Ja, aber das sind nicht mal größere Felgen, so gefällt mir das. So, Spoiler-Technik, gucken wir uns das nochmal an. Vorne, nein. Und hinten eigentlich genauso wenig. Ja, so Level-2-Workflow geht hier auch rauf, aber ich finde den, tut mir leid, aber ich finde den Port hässlich. Und Forza-Spoiler, ja. Das brauche ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Also Turbo machen wir natürlich nicht rauf, aber wir gucken, was da noch geht. Wir einen Motor wechseln. Und zwar ein V8 aus, was eigentlich? 6208, das ist, glaube ich, die C-Klasse, ne? Kann das sein? Dann auch hier ein V10 aus dem Huracan Schrägstrich R8 V10 Plus. Machen wir beides nicht, dann natürlich auf Allrad wechseln. Wir könnten einbauen Twin Turbo, das machen wir natürlich nicht. Und halt noch Karosserie ändern, machen wir alles nicht. Der Wagen bleibt relativ clean. Ich würde sagen, wir bauen den so auf A-Klasse auf. Der ist ja an sich schon mal nicht langsam. Ja, so. Also er braucht auch echt nicht viel Leistung. Weil der ist ja auch gar nicht mal so untermotorisiert. 420 PS, das ist schon, das ist eine Hausnummer. Vielleicht noch die beiden hier rein. Denn das reicht, glaube ich, auch schon, ne? Also wir gehen noch bessere Reifen. Vielleicht so ein bisschen. So. Ach, das geht nicht, schade. Aber was denn noch gehen würde, wäre noch eine kleine Gewichtsreduktion. Genau. Wir, nicht mehr, also wir wiegen ja nur noch 1440, das ist noch in Ordnung. Vielleicht noch 200 Kilo weniger mit der Schwungscheibe hoffentlich. Ist der Wagen eigentlich, ich meine, wir haben jetzt noch 11 Punkte frei. Oder? Die machen wir nochmal an die Hinterreifen. Machen wir nochmal breiter. Noch 10 Punkte frei, aber das ist mir ziemlich egal. Das ist nicht mein Ziel, einen möglichst guten Wagen für 800. Soll nur Spaß machen. Jetzt kein Wagen aufbauen, der in der Klasse rasiert. Ist der Wagen, glaube ich, eh nicht. Auch nur immer ein bisschen Spaß haben. Auch gerne ein bisschen mehr Spaß haben, habe ich auch nichts dagegen. Ich habe den Wagen damals in Forza Horizon 2 war das, oder auch an sich in allen Forza-Teilen, ich hätte den eigentlich geliebt, bis der M4 kam. Und seitdem liebe ich den M4. Und den Wagen eigentlich nicht mehr, obwohl der trotzdem noch sehr, sehr cool ist. Sehr cool, wer kennt ihn nicht? Achso, ich habe noch was vergessen, natürlich. Ja, den nehme ich eventuell umzulegieren, den Wagen. Wie kann ich das eigentlich vergessen? Ich meine, es ist hier Samstag, der. Warte. 10. Juni kann das sein. Auf jeden Fall ist der Samstag hier in der Woche. Ist noch früh am Tag. Ich bin jetzt um 12 aufgestanden. Ja, gut, kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Was gibt es denn hier für Designs? GTSV? Es gibt einen M3 GTS, aber GTSV habe ich noch nie gehört. Okay, interessant. Auf jeden Fall teilweise sehr. M3G Power. M3 MotoGP. Das sieht natürlich richtig geil aus, das Design, ne? Alter! Das sieht echt richtig gut aus. Das müssen ja auch übelst viele Schichten sein. Ja, da steht mal Liberty Walk drauf, aber ist jetzt kein Bodykit dran. Scheiß drauf. Das sieht aber schon echt fresh aus. Gucken wir uns gleich direkt mal an, wenn das runtergeladen hat. So. Alter, das sieht ja mal richtig geil aus. Ich werde, da passen die Felgen auch super zu. Okay. Ja, hier schön, schön Nürburgring. Oh. Das sieht ja mal richtig hammer aus, das Design. Ist genommen und die Felgen, die lassen wir auch nur auf 21 Zöller. Nee, 20er. 20er ist ja nix. Nee, ich finde, das hat auf jeden Fall was. Ja, natürlich BMW diese Doppelring-Scheinwerfer, wie auch mal die heißen mögen. Ja, der getrennte Kühlergrill. Sieht nicht schlecht aus, ne? Also, Bodykit braucht er wirklich nicht. Ich fahre mal kurz ein wenig vor. Die Straße. Und dann den. Oh, da war der Sound schon. Ihn zu genießen. Auch hier Drehzahlmesser geht hier in Forza bis 10.000. Also wird, denke ich mal, so bis 9.000, 9.200, 300 drehen. Vielleicht sogar bis 9.500. Naja, wir gucken erstmal. Genießt das einfach.
Das war noch nicht schlecht, ne? Aber der dreht nicht ganz bis 9000, oder? Ja, also, bis gut 9000 dreht, ja? So, warte mal kurz, ich muss das mal hier kurz ändern. So, dass ich wieder die Aufnahme sehe. Jetzt nicht, geil, ich nehme gerade auf. Ja, auf jeden Fall geht richtig ab. Deswegen gehen wir erstmal auf die Autobahn. Gucken wir, was der Hase so läuft. Geiler Sound, Alter. Nicht schlecht. Der von dem Audi hier die G-Power-Variante. Wer G-Power nicht kennt, ist glaube ich ein deutsches Unternehmen, was hauptsächlich so BMWs tunt. Bekannt von denen ist halt der M6 G-Power Hurricane. Vom alten M6. Das war glaube ich der. War das der E60? Heißt der so? Oder war das der M5E60? Auf jeden Fall haben wir halt noch den dicken V10-Motor damals. Die haben die halt auf 800 PS gebracht. Oh, schon nicht schlecht. So, als hat der KW noch tiefer. Und heute von dem gibt es auch einen G-Power, auch mit Kompressor. Sie auch mega, mega gut anhört. Und auf 100 unter 4 Sekunden. Für einen Handschalter. Würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber mir gefällt natürlich die Übersetzung wieder mal nicht. Habe ich immer was zu meckern. So. So, war ich dann schon erstmal. Also, ich denke mal, der läuft so um die 300, ne? Also, wenn wir durchkommen, vielleicht. Der Federgang. Der Sound ist schon nicht schlecht, ne? Ich meine, ich finde, BMW baut keine V8-Motoren, die sich irgendwie mega krass anhören. Also, jetzt empfällt er sich mega krass. Jetzt verglichen wir es nicht zu Mercedes oder zu einem dicken Ami V8. Aber trotzdem sind die nicht weniger geil, die Motoren. Vor allem, weil die halt auch mega schieben. Zum M6 oder so. Der hat sich der V8 auch nicht so mega brachial oder brutal an, aber der geht natürlich trotzdem mal wie die Hölle. So. 300 sieht gut aus. Ja, komm. Jawohl. Geht auch 310 vielleicht? Also 310 und M3, das kann man ja mal machen. Na komm, 3,8, 3,7, was, das können wir doch schaffen, wenn der Verkehr nicht wieder so voll wäre. Das war ein deutscher Satz, Fabian. Wenn der Verkehr ja nicht so voll wäre. Fabians Gelenk 2017. So, 3,10 haben wir. Oh, oh, Alter, 3,17. Für wie viel kW? 347 waren das? Ich glaube schon, ne? Ja. Für nur 347 kW, 317 km/h. Das ist echt gut. So Innenraum. Ich meine, gefällt mir persönlich nicht so. Vor allem beim Tacho, dass die Ränder da so silber sind. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber na egal. Das ist natürlich trotzdem geil. Hinterwagen ist auch schon 9 Jahre alt, also da ist jetzt auch kein übertriebenes Interieur oder nicht irgendwie jetzt oder Carbon oder so oder was krasses. Das ist auch ein, ich sag mal nur ein 3 und kein jetzt Ferrari oder Lamborghini oder sowas, ne? Oder Bugatti oder Koenigsegg, whatever. Naja, trotzdem finde ich geil auf jeden Fall. Sieht auch das Design, ich finde das wirklich übertrieben gut. Ich will das noch mal kurz im Fotomodus angucken. Es ist ja wirklich richtig awesome gemacht. Also wirklich Props an den Ersteller. Ja, hier steht schön Nürburgring, Gunball, ach Gumball 3000, achso, das ist glaube ich so ein, das kann ich doch irgendwo her. Das ist glaube ich auch ein YouTube-Kanal, Gumball, und ich glaube irgendwie so ein Autofest oder so, kann das sein? Natürlich hier Recaro, Liberty Works, Underground Racing, DCS Monster, alles mögliche, Interceptor, Horizon Pulse, alles, Bridgestone, ja, hier auch noch Monster-Logo, I Love Drift, Alpenstars, ich finde es nicht schlecht, Falken. Also das ist ja wirklich, ich meine, guck mal, wie geil der Effekt einfach ist. Das sieht doch so Hammer aus. Ich will nicht wissen, wie lange der daran gesessen hat. Das ist aber, glaube ich, eines der besten Designs, die ich je gesehen habe.
Es ist schon ja, Karamell oder Karamel. Ist das so ein Fahrer oder so? Ich weiß nicht, wegen der Flagge. Nürburgring sowieso richtig geile Strecke. Wenn wir auch bald wieder fahren können und Forza Motorsport 7, was ja wahrscheinlich. Also wenn die Folge rauskommt, war ja die E3 schon. Das wird ja wahrscheinlich auf der E3 vorgestellt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9%. Da wird es aber wieder den Nürburgring geben, wahrscheinlich. Wäre nicht schlimm, wenn nicht. Auch trotzdem echt geiles Design. Aber langsam wird es auch mal Zeit, ein Rennen zu fahren. Oder auch zwei. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen erstmal. Der ist ein bisschen zu schnell. Ich würde mal vielleicht so ein Kopf-an-Kopf-Rennen machen. Ah ja, da ist noch ein Kollege. Mal zurück auf die Autobahn. Okay, bisschen rutschen wieder auch. Fällt mir. Was war denn da vorne Schönes? Ja, ein F50. Leicht soll er sein. Mal schauen. Okay, 787. Wir haben 3 Punkte mehr. Das ist Steigerung super. Aber beim Top Speed bin ich glaube ich schlechter als er, ne? 150, was fährt er? 325 in echt? Ich würde sagen, das war sogar nicht meine Schuld. Hätte er wegfahren können. Ich bin nicht wirklich abgedrängt. So. Also F50 schon mal gar nix. Ja, muss ganz abrupt sagen, ja, F50, ja, können ja nix. Wieder ja, eine kleine Geldbelohnung. Und sogar ein Wheelspinner, Mensch. Und das war auch noch. Alter, also wir brauchen 107.000 EP für einen Stufenaufstieg. Boah, ey. Das ist ja das ist total viel. Was gewinnen wir? Geld, 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 Geld. Geht auch, 80.000. Hier, schöner Wagen. Ich glaube, so ein Rennen oder Straßenrennen wird dem Wagen schon gefallen. Was haben wir denn hier? Kuba Paddy. Ne, das war, glaube ich, ein Scheiß-Straßenrennen. Das hat mir nicht gefallen. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das hier? Ach so, das. Ich mache jetzt mal alle hier weg und mache mal Straßenrennen an. Sind wir auch schon letztens mit dem Aventador gefahren, aber das juckt mich nicht. Was haben wir denn hier? Ah, sieht doch mal gut aus. Das fahren wir. Würde ich mal sagen, stelle ich mal auf Handschaltung. Und Kupplung natürlich. Jetzt für die Hinfahrt, fürs Rennen nicht. Ich werde es mal selber hier schalten. Boah, ey, geht schon ab. Ich mache mal kurz wieder alle Symbole an. Zack. Auch der Sound beim Schalten. Der gefällt mir auch richtig gut. Meine Wagen sowieso ist an sich mega nice. Und M4 ist halt, finde ich, besser. Zum einen wegen halt Doppelkupplungsgetriebe. Weil er besser aussieht, M4. Ich finde auch, sich besser anhört. Sich besser fährt. Zumindest ein Forza. Natürlich in echt weiß ich das nicht, weil ich keinen von den beiden Wagen gefahren bin. Auch vielleicht nie fahren werde. Aber gut. Aber so ein M4 fahren wäre auch mal richtig nice, ne? Mal weiß ich, für einen Tag oder für ein Wochenende. Das wäre bestimmt auch mal cool. Aber ist auch nicht ganz günstig, sich so einen Wagen mal so zu mieten. Falls er den überhaupt bekommt. Das habe ich sehr unwahrscheinlich. So ein Fahranfänger, ein Jahr Führerschein. Oh ja, willst du nach 4 fahren? Klar, kriegst du. Ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber mein Corsa reicht mir auch erstmal. Nee, fährt sich cool. Oder mache ich das Straßenrennen mit Kupplung? Ich probiere es mal, komm. Kuba Paddy, Pistenansturm. Hat keiner lustig werden. Und quasi, ich kann auch eigentlich nur versagen. Isle of Drift, die, naja, stimmt so halbwegs. An sich trifft ich gerne. Ich habe am besten und am öftesten gedriftet in Horizon 2. Weil da driften mega einfach.
Es ist ja auch noch relativ einfach, aber nur mit normaler Lenkung. Mit Simulationslenkung würde ich das nicht machen. Ich habe es auch so öfter schon versucht mit Simlenkung, aber das kriege ich nicht wirklich hin. Mal richtig hinsetzen hier. Mitfahren tut ein R34, ein Chrysler 300, Ferrari R50, Porsche, Macan, Challenger Hellcat, ein M4, noch ein R50, ein Sobi Rally, Dings da, eine Ute, ein California, ist normal, und kein California T, ne? Und ein Focus RS. Nette Konkurrenz auf jeden Fall. Und starke Konkurrenz vor allen Dingen. Direkt mal einen dritten geschalten. Für Grip. Was? Oh ja. Also am Starter geht schon mal ziemlich gut ab. Leute. Das war nicht geil. Da braucht nicht ganz viel Platz an der Kurve. Leute, gib doch mal Gas, ey. So. Ich soll erstmal geradeaus fahren. Ja, ich will eigentlich so von links kommen und der zieht natürlich einfach mal rüber. Ist halt so. So. Ja, also abgehen tut meinen auf jeden Fall richtig gut. So. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist das da der... Welcher Wagen ist das? Ist das der Chrysler? Bin ja noch nie gefahren hier im Spiel. Das war mega scheiße. Ey. Nur diese Chrysler-Fahrer. Oh Gott, ey, Offroad. Auch wenn es noch kurz war, reicht trotzdem. Oh mein, der geht auch ab, ey. Das gefällt mir. Ist halt nicht gewohnt mit Kupplung zu fahren, deswegen fahre ich auch gerade so mega scheiße. Sieht ganz gut aus aktuell für uns. Also ganz gut, ja, eigentlich ziemlich gut. Grip sucht man hier vergeblich. California, ey. Okay, das war zu spät. Der Sprung, ja, der war nicht so gut. Kleine Kuppe. So, wird es nur ein zweiter Platz wahrscheinlich. Oh Gott, ey, was mache ich denn da? Wenn ich jetzt auf dem Flughafen fahre mit dem M3, das ist, finde ich, gar nicht gut. Nicht quer kommt. Ich will den Ferrari noch überholen. Kann ich schaffen, wenn ich jetzt nicht hier noch so viel Scheiße baue. Würde, denke ich mal, nicht reichen, aber man kann es versuchen. Windschatten. Tschüss. Tja. Der 4, der geht mega hart ab. Ich sag's mal 4, M3 natürlich. Der geht mega hart ab. Voll geil. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Hätte ich echt nicht erwartet. Finde ich geil. Ist wieder mal ein Wagen, den ich unterschätzt habe. Natürlich EP, ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Also nee, ist wirklich toll. Das, obwohl ich mit Kupplung gefahren bin. Weil mit Kupplung ist bei dem Wagen, denke ich, mal schneller. Wenn man nicht an Kupplung gewöhnt ist, dann macht das auch nicht viel aus. So,
Komm. Gib nochmal ein bisschen Gas, bis in der Landebahn. Der Sound, ne? Er ist einfach richtig geil. Sowohl von innen als auch jetzt hier von außen. Bremstest. Ja. Verbesserungswürdig, sag ich mal. Wenn du bei 10 Jahre alten Bremsen. Das ist noch vertretbar. Man ist doch jetzt kein Supersportwagen, ne? Also kann man auch jetzt nicht. Danke. Auch nicht zu viel erwarten. Jetzt aber gucken, ob er noch ein bisschen quer geht. Und zwar fahre ich jetzt dazu mit normaler Lenkung. Und wieder normale Handschaltung. Gucken, was hier so am Flughafen geht. Vielleicht so ein bisschen. Auch an sich, ja. Geht ganz gut quer. Das war jetzt nicht schlau. Ja. Oh, hier ist noch ein Tunnel. So ein kleiner. Mal kurz hier da durchfahren. Okay, so sieht der Wagen ziemlich komisch aus. Weil der hat auch gerade keine Lackierung. Ich fahr mal im zweiten Gang durch, ne? Oh, der Sound. Ich könnte dabei kommen, aber das lassen wir lieber. Nee, wirklich, geiler Wagen. Wenn ich wirklich nicht so geil auf dem Schirm mehr hatte. Bin auch lange nicht mehr gefahren, das Teil. Ja, dann war es das aber auch in der heutigen Folge. Du würdest in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder einen BMW geben. Welchen muss ich mir noch aussuchen? Deswegen haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!